Kevin Rodriguez Perez. Am Montagabend geht's nach Lotte, für dich die alte Heimat. Du kennst das Stadion, du kennst noch große Teile der Mannschaft, du kennst den Verein. Auf was kommt es dann in Lotte an, damit man da bestehen kann? Ja, ich glaube, wir müssen genauso ins Spiel reingehen wie gegen Lautern. Das haben wir sehr, sehr gut gemacht und wir müssen auch hellwach sein, weil Lotte kann jede Minute ein Tor machen. Das hat man auch in den letzten Spielen gesehen und ja, wir müssen einfach hellwach sein und unser Spiel durchziehen. Du kennst noch viele Jungs. Wird da vorher noch ein bisschen was ausgetauscht? Wird da nochmal übers Spiel gequatscht oder herrscht vorm Spiel zumindest noch Funkstille? Ja, zurzeit schreibt man noch ein bisschen rum, aber nicht so viel. Also wie gesagt, es ist ein normales 3-Punkte-Spiel und die wollen wir gerne einfahren. Marc und Werben, am Montagabend geht's nach Lotte. Die Trainingswoche lief aber nicht so ideal. Ein paar Verletzte, ein paar Kranke. Kommt es euch dann vielleicht sogar entgegen, dass ihr erst am Montag spielt diesmal? Ja, wenn wir das berücksichtigen, hast du recht. Da sind wir, glaube ich, ganz froh, dass wir jetzt erst Montag spielen, weil wir schon insgesamt ein paar Grippekranke hatten und einen angeschlagenen Spieler auch noch dabei. Wie sieht es bei den Jungs jetzt aus mit Blick auf Montag? Ja, die trudeln jetzt alle wieder ein, steigen jetzt alle wieder ins Training ein. Und im Normalfall bekommen wir die alle für Montag fit, die jetzt krank waren. Hoffen aber natürlich, dass wir keine neuen dazu bekommen. Wie ist es für dich wieder gegen die ehemaligen Jungs, mit denen man ja über 3 Jahre zusammengespielt hat, auch dann wieder gegeneinander anzutreten? Ja, ich glaube, ein paar Situationen, da wird man auf dem Platz schon ein bisschen drüber lachen oder den einen ein bisschen so fertig machen, sage ich mal so. Aber ich glaube, das blendet man eigentlich komplett aus. Die 90 Minuten, es geht um 3 Punkte, die will ich auch haben. Und deswegen in 90 Minuten gibt es keine Freunde. Hinten stand zuletzt wieder die 0 in den Pflichtspielen dieses Jahr noch ohne Gegentor. Ist das dann auch wieder die Grundlage, über die es in Lotte gehen muss? Auf jeden Fall. Wir wollen die 0 so lange wie möglich halten. Also das sind die letzten 2 Spiele gelungen. Und da wollen wir anknüpfen. Lotte hat sich unter Nils Drube total stabilisiert, jetzt im Winter auch nochmal nachjustiert. Was erwartet euch da für eine Mannschaft? Kann man die schon so richtig einschätzen? Eine Mannschaft gut organisiert, die Leidenschaft auf den Platz bringt, die sich da in jeden Zweikampf haut, gerade zu Hause, glaube ich, auch richtig, richtig viele Punkte gesammelt hat. Ja, und da müssen wir halt sehen, dass wir stabil stehen. Du sprichst es an, bisher jedes Mal zu 0, also die 2 Pflichtspiele. Ist das die Grundlage, über die es eben in Lotte unbedingt gehen muss? Ja, also das machen wir jetzt mittlerweile schon gut. Also ich glaube, wir haben die richtigen Erkenntnisse dann aus unseren beiden Testspielen gezogen, wo wir zu einfache Gegentore bekommen haben. Und das hat uns auch so ein bisschen in der Hinrunde begleitet. Und das ist einfach erstmal die oberste Priorität, dem Gegner wenig anbieten. Es geht im Prinzip wieder nur um 3 Punkte, aber ist es für euch auch wieder so ein bisschen, man kann sich gegen so einen Gegner, der von unten vielleicht ranrücken möchte, nochmal wieder absetzen und den Blick weiter nach oben zumindest halten? Nee, geht wirklich nur um 3 Punkte. Also dann immer dann zu berücksichtigen, dann halten wir oder bauen aus. Wir würden da ganz gerne 3 Punkte holen, möchten da ganz gerne gewinnen. Muss dann den Spielverlauf sehen, wir spielen auswärts. Wenn wir dann einen Punkt holen, können wir auch zufrieden sein. Aber was mitnehmen wollen wir auf jeden Fall. Flutlicht hat euch in dieser Saison eigentlich bisher immer ganz gut in die Karten gespielt. Ist das einfach so eine Atmosphäre, die euch nochmal so ein bisschen zusätzlich kitzelt? Ja, will ich jetzt nicht so sagen, aber ich glaube, jeder Fußballer mag das natürlich unter Flutlicht Möglichkeiten zu spielen. Und ja, es gibt halt eine besondere Atmosphäre, das macht eigentlich Spaß. Von daher einfach Bock auf Montagabend. So sieht's aus.